William und Kate sind schon seit Jahren verliebt, aber wie hat sie überhaupt seine Aufmerksamkeit erregt? Und wie hat sich ihre Beziehung im Laufe der Zeit entwickelt? Schaut euch dieses Video an, um mehr darüber zu erfahren. Jeder, der etwas über die Liebesgeschichte von Prinz William und Kate Middleton weiß, weiß auch, wie sie sich kennengelernt haben. Aber was selbst die eingefleischtesten Fans der Royals vielleicht nicht wissen, ist, dass es kein Zufall war, dass sie sich überhaupt auf dem College kennengelernt haben. Das Treffen an der Universität mag zwar unschuldig klingen, aber es steckte mehr dahinter. Kate und William lernten sich 2001 in St. Andrews kennen und obwohl es keine Liebe auf den ersten Blick war, war ihr erstes Treffen doch sehr wichtig. So wichtig sogar, dass der Historiker Robert Lacey gegenüber Elle sagte: Kate war sehr strategisch. Sie gab ihren Studienplatz an einer der besten Universitäten Großbritanniens, Edinburgh, auf und entschied sich für eine andere, die wahrscheinlich nicht das gleiche akademische Niveau hatte. Nur weil Prinz William und Kate Middleton auf dasselbe College gingen, heißt das nicht, dass es für Kate unbedingt einfach war, die Aufmerksamkeit des jungen Prinzen zu erregen. Tatsächlich gab es einen berüchtigten Moment während einer Wohltätigkeitsmodenschau, in dem es Kate gelang, Williams Aufmerksamkeit zu erregen und ihn dazu zu bringen, in ihr mehr als nur eine Freundin zu sehen. Konkret trug Kate ein durchsichtiges Kleid, das William dazu brachte, sie in einem anderen Licht zu sehen. Robert Lacey erzählte Elle: Sie steht da und ist dabei, auf der Modenschau über den Laufsteg zu gehen, und auf einmal zieht sie eine Schicht Kleidung aus. Einer der alten College-Freunde des Paares bestätigte diese Geschichte und sagte gegenüber E-News, dass Kate an diesem Tag wirklich Williams Herz erobert habe. Sie trug ein sehr gewagtes Kleid, ein durchsichtiges, strumpfähnliches Kleid. Er saß an der ersten Reihe und seine Augen waren wie Stängel. Als sich Prinz William und Kate Middleton während ihres Studiums am selben College kennenlernten, hat es definitiv gefunkt. Aber wie bei allen Funken dauerte es einige Zeit, bis er sich zu einer echten Flamme entwickelte. Während William und Kate sich kennenlernten, lebten sie tatsächlich zusammen, obwohl beide bestritten, dass etwas passiert sei, während sie zusammen wohnten. William erzählte ABC News: Nein, wir sind als Freunde zusammengezogen, weil wir zusammen wohnten. Wir wohnten auch mit ein paar anderen zusammen. Und von da an hat es sich einfach so entwickelt. Wir haben uns einfach mehr gesehen und sind mehr zusammen abgehangen und haben Sachen gemacht. We just spent more time with each other and had a good giggle. Had lots of fun and realized we shared the same interests. Da es sich bei Prinz William um einen echten Prinzen handelt, wäre es natürlich verständlich, wenn das neue junge Paar seine Beziehung so lange wie möglich geheim halten wollte. Denn wenn der Rest der Welt erst einmal von einer Beziehung in der königlichen Familie erfährt, gibt es kaum noch eine Chance auf Privatsphäre. Und genau das haben William und Kate Middleton auch versucht, auch wenn ihre Versuche zunichte gemacht wurden, als sie bei einem romantischen Ausflug fotografiert wurden. Wie Express berichtet, wurden William und Kate 2004, nur 3 Jahre nachdem sie sich kennengelernt hatten, bei einem gemeinsamen Skiausflug in der Schweiz fotografiert. Der Sprecher der königlichen Familie dementierte zwar nicht, dass die beiden eine Beziehung hatten, bestätigt aber auch nichts. Und so konnte man von diesem Moment an nicht mehr aufhören, über die geheime Liebesaffäre des Paares zu sprechen. Auch wenn die Presse schließlich herausfand, dass William und Kate mehr als nur Freunde waren, ist es beeindruckend, dass sie es so lange geheim halten konnten. In die königliche Familie einzuheiraten ist eine große Sache, aber es ist auch schon eine große Sache, mit einem Mitglied der Familie auszugehen. Schließlich bedeutet eine romantische Beziehung zu einem Mitglied der königlichen Familie, dass du einheiraten könntest, und das bedeutet, dass du selbst auch ein Mitglied der königlichen Familie wärst. Außerdem gibt es so viele offizielle königliche Protokolle, die man lernen muss, bevor man der Familie zu nahe kommt, und so ist es nur natürlich, dass die Beziehung ziemlich langsam vorangehen muss. Aber nur ein paar Jahre nachdem Prinz William und Kate Middleton zum ersten Mal zusammen fotografiert wurden und Gerüchte über ihre Beziehung aufkamen, begann Kate an einigen offiziellen königlichen Veranstaltungen teilzunehmen. So waren William und Kate im Jahr 2006 bei der Hochzeit von Camilla Parker Bowles, Tochter Laura, zugegen. Dann ging Kate zu Williams Abschlussfeier an der Königlichen Militärakademie in Sandhurst, an der auch Königin Elizabeth teilnahm. Prinz William und Kate hatten im Laufe der Jahre sicherlich ihre Höhen und Tiefen, aber vielleicht ist nicht so bekannt wie die Tatsache, dass sie sich tatsächlich getrennt haben, bevor es ihnen richtig ernst wurde. Wie William jedoch im Verlobungsinterview erklärte, war die Trennung vielleicht das Beste für sie. Auf die Frage von Reportern nach ihrer Trennung sagte William, dass die Trennung letztendlich eine positive Sache gewesen sei. Wir waren beide dabei, uns selbst zu finden und verschiedene Charaktere zu sein und so weiter. Wir haben versucht, unseren eigenen Weg zu finden. Wir wurden erwachsen und so war es einfach eine Art Freiraum und ein paar andere Dinge und es hat sich zum Besseren gewendet. Kate fügte hinzu, dass sie zwar damals nicht glücklich über die Trennung war, aber seither erkannt hat, dass die Trennung sie und ihre Beziehung stärker gemacht hat. You find out things about yourself that
maybe you hadn't realized. Im Herbst 2010 haben sich Prinz William und Kate Middleton verlobt und damit den Grundstein für Kates offizielle Aufnahme in die königliche Familie gelegt. Während ihres Verlobungsinterviews erzählte William dem Reporter Tom Bradney, dass er ihr während eines Urlaubs in Kenia einen Antrag machte. Wir hatten eine kleine private Auszeit mit einigen Freunden und ich habe einfach beschlossen, dass es der richtige Zeitpunkt war. Ich bin mit ihr an einen schönen Ort in Kenia gefahren und habe ihr einen Antrag gemacht. William erklärte, warum er seiner zukünftigen Frau den Verlobungsring seiner Mutter schenkte. Ich fand das ganz nett, weil sie natürlich nicht mehr da sein wird, um den Spaß und die Aufregung zu teilen. Das war meine Art, sie in gewisser Weise bei allem dabei zu haben. Prinz William und Kate Middleton haben am Freitag, dem 29. April 2011, vor den Augen der ganzen Welt geheiratet. Die Menschen reisten nicht nur von überall heran, um sich vor der Kirche und dem Palast zu versammeln, in der Hoffnung, einen Blick auf das Brautpaar zu erhaschen, sondern schätzungsweise 17,6 Millionen Menschen schalteten ein, um die Trauung zu verfolgen, wie das Magazine Hello berichtet. Darüber hinaus machte das Vereinigte Königreich den Hochzeitstag zum nationalen Feiertag, sodass sich die Menschen frei nehmen konnten, um die Hochzeit im Fernsehen zu verfolgen oder nach London zu reisen. Im Grunde war es ein riesiges historisches Ereignis, das so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird. Till death us do part. Till death us do part. Nachdem sich das Hochgefühl nach ihrer großen, extravaganten Hochzeit und den romantischen Flitterwochen gelegt hatte, machten sich Prinz William und Kate Middleton nach ihrer Rückkehr nach London gleich wieder an die Arbeit. Ihre erste offizielle königliche Aufgabe als Ehepaar bestand darin, sich mit einem anderen prominenten Paar von der anderen Seite des großen Teichs zu treffen. William und Kate trafen Barack und Michelle Obama auf ihrer Reise nach London und es schien ein glückliches Ereignis zu sein. Ein Sprecher des Palastes sagte gegenüber Politico, dass die beiden Paare viel Spaß bei ihrem Treffen hatten. Zwischen der königlichen Familie und den Obamas sind sehr warme Worte gefallen. Es gibt eine echte, und ich meine das wirklich, eine echte Wärme zwischen den beiden Familien. Als ob das neue Leben von Prinz William und Kate Middleton als Ehepaar nicht schon bezaubernd genug wäre, brachten sie 2013, 2 Jahre nach ihrer märchenhaften Hochzeit, ihr erstes Kind zur Welt. Prinz George wurde am 22. Juli 2013 um 16.24 Uhr im St. Mary's Hospital in Paddington, London, geboren. Nur wenige Stunden nach der Geburt stand Kate auf den Stufen des Krankenhauses, um mit ihrem Ehemann und dem Neugeborenen für Fotos zu posieren. Eine Situation, die für jede Mutter sehr stressig ist. He's a big boy, he's quite heavy. But we're still working on a name. Jahre später erklärte Kate im Gespräch mit dem Podcast Happy Mom, Happy Baby, dass diese Erfahrung, Zitat, ein wenig erschreckend war. Außerdem fügte Kate hinzu, ich hielt es für sehr wichtig, dass wir diese Freude und Wertschätzung mit der Öffentlichkeit teilen konnten. Aber es war auch verbunden mit einem neugeborenen Baby und unerfahrenen Eltern und der Ungewissheit, was das mit sich bringen würde. Also gab es alle möglichen gemischten Gefühle. Obwohl Kate Middleton eine schwierige Schwangerschaft erlebte, als sie das erste Kind von ihr und Prinz William, Prinz George, zur Welt brachte, bekam sie 2 weitere Kinder mit ihrem Mann. Prinzessin Charlotte wurde am 2. Mai 2015 um 8.34 Uhr im St. Mary's Hospital in Paddington, London, geboren, demselben Krankenhaus, in dem auch Prinz George zur Welt kam. Dort kam auch das dritte Kind von William und Kate auf die Welt. Prinz Louis wurde am 23. April 2018 um 11.01 Uhr geboren. Bei allen 3 Geburten posierte Kate für dasselbe Foto mit ihrem neugeborenen Baby und ihrem Ehemann an ihrer Seite. Als sich der jüngere Bruder von Prinz William und seine Frau, Prinz Harry und Meghan Markle, mit Oprah Winfrey zusammensetzten, um über die Details ihrer Zeit in der königlichen Familie zu sprechen, sah es nicht gut aus. Das Paar enthüllte, wie schwer die Dinge in der Familie für Meghan waren, und Harry beschrieb einige angespannte Beziehungen zwischen ihm und seinem Bruder und Vater, Prinz Charles. The relationship is space. At the moment. Als die Welt von ihrem Familiendrama erfuhr, mussten sich William und Kate Middleton gegenseitig stützen. Eine Quelle verriet US Weekly, dass Kate sich besonders für ihren Mann stark gemacht habe. Kate ist es gewohnt, dass alle Augen auf sie gerichtet sind. Dass sie eine starke, solide Ehe mit William führt, hilft ihr dabei. Sie stützen sich in schwierigen Zeiten aufeinander und sprechen über ihre Probleme. Sie war die Stütze ihres Mannes während dieser ganzen Tortur. So gut wie jeder weiß, wie sehr Königin Elizabeth ihre Corgis liebt. Und es scheint, dass die Liebe zu Hunden in der Familie liegt. So sind auch Prinz William und Kate Middleton Hundefreunde und haben eine besondere Vorliebe für Cocker Spaniels. Als das Paar noch frisch verheiratet war, adoptierten sie einen Cocker Spaniel-Welpen, Lupo, der 9 Jahre lang bei der Familie war, bevor er starb. William und Kate teilten die traurige Nachricht auf Instagram mit und bewiesen damit, wie viel ihnen der Hund bedeutet. Der Beitrag lautete: Am vergangenen Wochenende ist unser lieber Hund Lupo leider verstorben. Er war in den letzten 9 Jahren das Herzstück unserer Familie und wir werden ihn sehr vermissen. Glücklicherweise hatten William und Kate bereits einen neuen Hund angeschafft, einen weiteren Cocker Spaniel von Kates Bruder James Middleton, um Lupo in seinem Alter zu helfen. Eine Quelle sagte der Daily Mail:
Der neue Welpe ist entzückend und die ganze Familie ist ganz vernarrt. Der Tod von Prinz Philip im April 2021 hat die königliche Familie schwer getroffen. Aber Prinz William und Kate Middleton halten sich gegenseitig, mit dem verheerenden Verlust fertig zu werden. Das Paar veröffentlichte eine offizielle Erklärung auf Instagram, in der sie den Tod von Williams Großvater verkündeten. Aber erst ein paar Tage später sprachen sie darüber, wie schwer sie sein Ableben getroffen hat. In einem weiteren Instagram-Post drückte William seinen Schmerz über den Verlust aus, sagte aber auch, dass er froh sei, dass sein Großvater wenigstens die Gelegenheit hatte, sich mit Kate zu verbinden. Er schrieb, ich werde immer dankbar sein, dass meine Frau so viele Jahre Zeit hatte, meinen Großvater kennenzulernen und für die Freundlichkeit, die er ihr entgegenbrachte. Als Ehepaar schickten Kate und William Dankeskarten an Menschen, die nach Philips Tod ihre Unterstützung bekundet hatten und schrieben dazu, der Herzog und die Herzogin von Cambridge danken Ihnen für Ihre freundlichen Worte nach dem Tod des Herzogs von Edinburgh. Ihre königlichen Hoheiten waren unglaublich bewegt von den vielen nachdenklichen Nachrichten, die sie in den letzten Wochen erhalten haben. Es war nicht das erste Mal, dass das Paar mit dem Verlust eines geliebten Großelternteils zu kämpfen hatte. Kates Großmütter starben beide im Jahr 2006 und Prinz William, damals ihr Freund, nahm sich eine Auszeit von seiner militärischen Ausbildung, um eine Yacht zu mieten und Kate etwas Zeit zu gönnen, um ihre Trauer zu lindern.